und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Jan ist wieder da, Leute. Wir haben gerade mit Marcel voll das lustige Video gedreht. Bonsoir. Wir gehen jetzt gleich in einen Fotoladen. Vorher schließe ich noch mein Fahrtenbuch. Ich habe so ein elektronisches Fahrtenbuch geholt bei meinem Auto an. Deswegen kommt Marcel kurz mit runter. Hilft mir da, einen Stecker zu finden. Wir holen uns jetzt irgendwie so eine Fotosache. Mal gucken. Das wird, glaube ich, sehr interessant. So, Jan macht jetzt hier gerade das Thumbnail für Marcello. So, dadurch, dass Jan das studiert hat, ist es immer so, man guckt einfach nur zu, wie so die Magic passiert. Vor allem studiert, Sonny. Hast du nicht studiert? Nee, ich Ausbildung? Hab die Ausbildung gemacht zum Grafiker. Sorry. Nee, sag ruhig, dass ich studiert habe. Yeah. Das ist auf jeden Fall so krass, weil der kennt so Funktionen, die man selber einfach so nicht im geringsten kennt. Ich dachte, du hast eine Ausbildung zum Grafiker. Mhm. Hab ich damals gemacht. Wir haben gerade so eine Rollen geholt und so eine... So, Jan und Sonny, ja, wir brauchen nur ganz kurz Papier für 40 Euro, auch Sonny und Jan. Ein Gimbel. Ein Gimbel für wie viel Euro? Okay. Mann, okay, ich kann nicht einfach mal hier die Tür gleich für dich aufmachen. Leute, es ist gerade die Situation der Situationen gewesen. Und zwar habe ich gesagt, dass wir feiern gehen, aber nicht heute, sondern halt demnächst. Und Jan hat Nein gesagt. Sonny will auf so Aftershow-Partys. Da hat jeder so einen Stock im Arsch. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, das sind so etipetierte Leute, die gehen nicht ab. Freunde, die gehen nicht ab. Die Partys sind richtig cool von denen. Ich will ins Berghain, ins KitKat. Ja, dann geh doch. Aber ohne mich. Du zum Schatz. Ja, viel Spaß. Das kannst du da auch machen. Weißt du, wie Hacke immer alle auf dieser Party sind? Ja, aber guck, du akzeptierst. Du weißt doch, was ich meine, Sonny. Du weißt doch ganz genau. Ich bin Jan und ich habe immer nur auf meine Meinung. Okay, ich hoffe, das passt jetzt in mein Auto. Aber wird safe. Ich hoffe es, Mann. Es wird safe. Okay, jetzt müssen wir noch kurz eine Post suchen und dann können wir nach Hause. Hä, wollen wir kurz mal Wohnung laufen? Da ist doch eine Post. Echt? Ja, aber mal Wohnung ist bestimmt noch Post. Bist du sicher? 100 Pro. Okay, warte, ich guck, lass es in ein Auto packen und dann gucken wir mal. Seid ihr stolz? Ich fahr jetzt immer Car. Boah, ey. Wer ist mein Babycar? Wir werden so slain mit den Bildern, Alter. Ja, werden wir echt. Okay, warte mal. Des Todes. Kofferraumi. Aber hier passt es schräg rein. Okay, und jetzt gucken wir nach einer Post. So, Leute, mein Bild kam schon online und ihr seht, wir haben hier die Rollen schon befestigt. Sehr professionell an der Tür. Ich habe dein Foto mit Booty Queen kommentiert. Hier haben wir auch sehr professionelle Lampe von oben befestigt für dieses Foto hier im Moment, wenn man gekommen ist. Ich hab die ganze Zeit vor Angst, dass es runterfällt, ey. Albumcover von meinem nicht vorhandenen Album. Geschweige denn Gesangskunst. Stehe dann auch schon mal. Ich weiß, meine Caption ist die beste. Ist gut, dass ich dir die schon vor 5 Minuten vorgelesen habe und du nicht reagiert hast. Aber danke, dass du sie feierst. So, Leute, wir haben uns jetzt hier Essen bestellt. Ich habe einen Halloumi-Burger. Guten Appetit, ich kann nicht erwarten. Guten Appetit, ich kann auch nicht erwarten. Leute, wir sind jetzt hier fertig mit dem Shooten. John, frag einfach nicht, was wir hier aufgebaut haben. So ein richtiges professionelles Set. Wir haben schon gesagt, wir könnten hier für irgendeine Brand eigentlich Werbung machen, aber ja. Das sieht aus wie von so einer Gillette. Ey, wir sind so fertig mit der Welt. Wirklich, es hat gerade echt lange gedauert. Hier ist super viel schief gegangen, aber es hat einfach mega Spaß gemacht, das hier alles aufzubauen. Es ist so viel schief gegangen, Leute. Ich wünschte, ich hätte das alles mitgefilmt. We love a queen, Mansour. Bei manchen Bildern habe ich so den Mund die ganze Zeit offen. So. Man merkt das irgendwie immer nicht, wenn man sich auf alles konzentriert und wir sprühen uns hier die ganze Zeit. Sieht man das überhaupt? Nein! Wir sprühen uns hier die ganze Zeit mit so einem Glanzzeug ein. Zum Kotzen, Alter. Und wir kleben. Es ist einfach viel. Und dann meinte er gerade so: We love a queen. Weißt du, so pusht mich voll. John ist richtig supportive als Fotograf. Und dann auf einmal so, Monzu! Genau, Queen Monzu! Oh, kein Akku mehr. Naja, perfekt. Jetzt räumen wir auf. Auch great. Au! Au, ich hab mich gerade übel geschnitten. Nein, scheiße. Pflaster? Brauchst du ein Pflaster? Jetzt hab ich mich gerade wirklich tief geschnitten. Scheiße, Jan, nicht, dass du jetzt umkippst, kippst du dann um. Prankst du mich gerade? Prank. Ich seh den Schnitt. Ich seh nix. Das siehst du Jan, den prankst du mich? Ja. Ein Opfer. Du bist so ein Opfer. Ganz kurz, Sonny meint so, das kriegen wir ab. Das kriegen wir wirklich ab, Mann. So, ich mach das. Sonny, Sonny. Jan, ja, du checkst ja nicht, was ich meine. Warte, ich brauch den Hocker. Wo ist der Hocker? Was für ein Hocker? Und weg ist der, was er weg ist. So, dann mach mal.
Ach so, mit dem Klebeband. Ja, muss ja. Okay, jetzt check ich's. Aber es ist trotzdem schwer, gib's zu. Ja. Ja. So, meinen Kaffee habe ich jetzt getrunken, beruhigt. Hab ich mich jetzt nicht. Aber guck mal, das geht doch kaum ab. Hast du dich hiermit schon Drogen genommen? Wir haben auch gerade gemeint, ich glaube, wir haben uns die ganze Zeit mit irgendwas zugesprüht. Wir haben gerade gemeint, da muss irgendwas drin gewesen sein, Alter. Meine Hände sind zusammengeklebt. Ey. Mit diesem Ding hier, ne? Das ist ganz einfach. So. Warte, Achtung. Gleich snappt so richtig in die gerade noch so. Das ist bei Sonnys Schlafzimmer. So Leute, nächster Tag ist angebrochen. Marcel und ich waren beim Sport. Unsere Neujahrsvorsätze werden nämlich eingehalten. Beziehungsweise Marcel geht ja schon die ganze Zeit. Meine Vorsätze. Ich mache mich jetzt gerade fertig. Ich trinke jetzt auch gerade einen Shake. Wirklich jetzt keine bezahlte Werbung. Aber der Erdbeershake von Offset ist das leckerste Proteingetränk, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Ich trinke wirklich nur das. Also falls ihr noch andere gute Sachen kennt, schreibt es mir gerne in die Infobox. Das interessiert mich wirklich gerade extrem. Ich will jetzt ja ein bisschen so auf sowas achten. Ich habe heute Morgen einfach nur eine Banane gegessen und einen Joghurt. Und jetzt diesen Proteinshake. Fühle mich richtig, richtig gut. Es hat einfach mega, mega Bock gemacht. Ich bin jetzt wieder im neuen Fitnessstudio. And I love it. Und jetzt mache ich mich schnell fertig und höre auf zu labern. So, wir sind ein bisschen zu spät, aber ist nicht so schlimm. Wir fahren jetzt gleich los zu Jonas und drehen dort mit Jonas und Selina. Und Schubi kommt auch mit. Wo ist denn der jetzt hingetappt? Dort. Er kommt mit. Das finde ich richtig cool. Ich liebe das, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ja, ich habe schon meinen Rucksack gepackt. Und jetzt... Wir sind jetzt übrigens arrived bei dem lieben Herrn Ems. Selina ist auch da. Wir drehen hier nämlich gerade richtig coole Videos. Hier gibt es so Überreste von der Silvesterparty. Hey. Wo hast du das letztes Jahr? Das habe ich gerade geholt. Das ist sauber. Ist das für dich? Nee, für Marcel. Okay. Ja, du bist da. Und du bist so lange. Also okay, ja, ich du steigst hier hin und dann bist du bei. Ich habe das eingelegt. Ich meine, sie schreit rein zwischen. Ja, halt mal. Hey, holst du gerade eine neue Wasserflasche? Ja. Dankeschön. Das gute Evian-Wasser. Ja, wir haben Schubi heute sogar dabei, aber ich muss sagen, gerade ist er wenigstens still, aber er nervt so krass immer, wenn so viele Leute dabei sind, weil er irgendwie immer nicht so zur Ruhe kommt. Ich weiß nicht, wie man ihm das irgendwie beibringt. Wir haben schon Leckerlis auch dabei und immer, wenn er ruhig ist, geben wir ihm eins und so. Aber irgendwie nervt er. Ja, der hat wirklich ADHS. Wir waren am Anfang mit so einer Hundetrainerin unterwegs, die meinte, alles, was ihr ihm an Aufmerksamkeit jetzt gibt, so als er halt noch ganz klein war, das hat er jetzt, also das wird er dann auch später fordern und vielleicht haben wir ihm echt zu viel gegeben, aber man, ach, keine Ahnung. Okay, tschüss. Das war Louis macht coole Moves. Ich habe die Kamera ausgemacht, als er coole Moves machen wollte. Ich wollte keine coolen Moves machen, ich habe es geschafft. Ich wollte ganz kurz Moonwalk machen, es sah kurz so aus, weil man nur zu viel über meinen Bein gesehen hat. Okay, los, ich will es jetzt sehen. Nein! Was kann Jonas gut? Moonwalk. Könnt ihr euch fürs nächste Mal merken. Wir fahren jetzt gerade in ein Autohaus, weil Marcel ja ein neues Auto braucht. Und boah, hell. Und ja, echt so, ich dachte mir ganz so hello. Wir fahren da jetzt mal hin, ich bin mal gespannt, was es wird. Und würde ich sagen, bis gleich. So, bin jetzt wieder home. Und meine Haarteile rausgemacht und meine Brille aufgesetzt, weil ich immer noch nicht geschafft habe, zum Augenarzt zu gehen. Leute, ich schwöre es, ich schaffe es dieses Jahr. Das Jahr ist ja noch zum Glück lang. Ich werde jetzt die Videos alle mal auf meinen Laptop ziehen und gucken, ob ich das jetzt schon anfange zu schneiden. Und ich war ja auch bis 2 oder halb 3. Da war ich erst im Bett, weil Jan ja noch so mega lange hier war gestern. Es war aber richtig, richtig cool. Ich freue mich voll über die ganzen Fotos. Meistens bearbeite ich ja die Bilder und Jan schießt die Bilder. Und Jan hat auch voll viele geile Ideen und so. Mit ihm kann man einfach so richtig gut kreativ sein. Ich mag es an ihm voll, dass so... wir machen nicht immer nur die ganze Zeit Bilder zusammen, den ganzen Tag chillen wir eigentlich und dann machen wir aber dazwischen auch immer noch so produktive Sachen und es ist einfach, ich weiß nicht, wir viben einfach so voll, wisst ihr? Achso, aber ein Bild habe ich nicht geschafft zu bearbeiten, das habe ich euch ja, glaube ich, gestern gezeigt, also das schaffe ich nicht, deswegen macht er das für mich, ist mega nett, also Filter und so werde ich, glaube ich, selber noch machen, aber er muss da sowas in einen Greenscreen einfügen. I don't know how this works. Bin hier gerade dabei, Skisachen rauszusuchen, weil ich super gerne dieses Jahr wieder zu Horst fahren würde, wo wir immer zum Skiurlaub fahren. Werden wir auch definitiv machen, wir wissen nur noch nicht ganz genau, was für eine Gruppe. Und eigentlich leiht mir Horst immer Sachen von seiner Schwester, deswegen muss ich mal schauen, ob ich die wieder nehme. Weil langsam komme ich mir wie blöd vor, ich leih mir die da immer. Und vielleicht bestelle ich mir einfach mal eigene Sachen. Ich finde das nur ein bisschen schwierig wegen Größe und so. Oh Leute, mir geht's gerade so scheiße, weil ich will eigentlich öffentlich nicht so viel weinen und so, aber... meine ganze Timeline ist irgendwie voller... verbrannten Koalas und so. Und ich finde es so schlimm. Ich habe gerade
mich dazu entschieden. Ich finde das halt immer so schwierig, online irgendwo was hinzuspenden und irgendwie nicht richtig wissen, was man so macht oder so, aber ich konnte gerade nicht mehr. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch Geld zu spenden und wir müssen jetzt hier auch nicht über Summen reden oder so. Ich glaube, es hilft, wenn einfach jeder da anpackt. Es ist irgendwie einfach so schlimm. Ich glaube, ich habe es einfach bis jetzt gerade gar nicht begriffen. Nicht so richtig begriffen. Ich habe ja auch schon für Awareness gesorgt. Ich habe ja auch schon schon ganz viele Sachen geteilt in meiner Story und so, weil ich es einfach wichtig finde, dass man sich wenigstens darüber informiert und so. Ich finde es irgendwie so schlimm, diese Tiere da so zu sehen, und ich weiß, wenn auch Menschen vermisst, aber ich finde das mit den Tieren gerade irgendwie einfach so schlimm, weil die so am wenigsten dafür können irgendwie. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Ich weiß auch nicht, ich kann gerade irgendwie nicht die richtigen Worte finden. Schaut euch auf jeden Fall mal an, ob ihr irgendwie einen Euro übrig habt oder so. Ich glaube, es fühlt sich halt so weit weg an, weil es halt so weit weg ist. Und vor allem, dass so viele Tiere drauf gehen, ist einfach so schlimm, wollte ich nur mal sagen. Oh mein Gott, ich bin gerade wirklich nicht klargekommen, ey. Wisst ihr, ich baue eigentlich voll oft so eine Barriere auf, wenn ich sowas sehe. Dann klicke ich weg oder gucke es mir nicht an, weil es mich immer so krass trifft. Aber es war einfach gerade so unwiderruflich irgendwie. Und es ist einfach so eine Tragödie, ey. Das ist ein Ereignis, was in 50 Jahren oder so die Leute safe im Geschichtsunterricht lernen werden. Generell so diese, ich glaube, die Jahrhunderte, in denen wir jetzt gerade sind, so Jahrzehnte, Jahre, kein Plan, die werden irgendwann für die spätere Geschichte richtig ausschlaggebend sein. Oder was glaubt ihr? Wisst ihr, jetzt lernen wir immer noch alles so über, keine Ahnung, andere Zeiten, aber irgendwann lernen ja auch Leute was über unsere Zeit. Und aus der Zeit sollten wir was richtig Krasses machen, findet ihr nicht? Vielleicht bist du, der das gerade sieht, irgendwann jemand, der in einem Geschichtsbuch steht. Ist doch krass, oder? Das zu denken. Ja, okay. Ich beende mal diesen Vlog an dieser Stelle, weil es mir jetzt gerade alles hier zu viel ist. Danke fürs Einschalten. Ich habe euch ganz doll lieb. Wisst zu schätzen, was ihr habt. Seid dankbar dafür.